thank <laughs> you Hallo Freunde der Filmunterhaltung, herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung zu dem Film Deadpool and Wolverine. Ja, in diesem Film geht es erstmal um Deadpool. Denn er hat überhaupt keinen Bock mehr auf dieses ganze Superhelden-Ding und hat da alles auch an den Nagel gegangen und hat sich jetzt versucht als Autoverkäufer. Ja. Was mehr so schlecht als recht funktioniert, denn seine Verkaufsmethoden sind ja doch so ein bisschen, ja, sagen wir mal fragwürdig. Aber nichtsdestotrotz, er hat da überhaupt keine Lust mehr, als Superheld irgendwie in Erscheinung zu treten. Und ja, geht nach Hause und feiert seinen Geburtstag mit einer kleinen Gruppe von Leuten, die ihm wichtig sind. Was er aber nicht weiß, das ist, dass die TVA vor seiner Tür steht. Und ja, nichts ahnend klopft es bei ihm an der Tür und er macht die Tür auf und sieht die Leute von der TVA, die ihm dann um ein Gespräch bitten, beziehungsweise ihn darum bitten, dass er mitkommt. Darauf hat Deadpool eigentlich so Überhaupt keinen Bock. Und ja, nimmt erstmal so ein paar Leute erstmal ja, so ein bisschen Hops. Aber sie kriegen ihn dann doch klein und Nehmen ihn dann mit. Zu ihrem Chef, Mr. Paradox. Und ab jetzt gebe ich eine Spoilerwarnung raus. Denn ähm, dieser Film bzw. diese Filmbewertung kann Spoiler von allen möglichen Marvel-Filmen beinhalten. Und deswegen, wer jetzt irgendwie sich da jetzt unsicher fühlt, aber erst den Film guckt und dann die Filmbewertung gucken will oder dies oder das. Der sollte dann vielleicht dann jetzt besser den Film gucken, denn es kann jetzt zu Spoilern kommen, die mit allen möglichen Marvel-Filmen oder Marvel-Charakteren oder sonst irgendwas zu tun haben. So, so viel dazu, denn Mr. Paradox erklärt Deadpool, dass eine wichtige Verbindungsfigur in sein Universum verloren gegangen ist. Und deswegen sein Universum bald aufhören würde zu existieren. Worauf Deadpool überhaupt keinen Bock hat, der findet sich in seinem Universum ja doch irgendwo dann doch eigentlich ähm, ja wohl. Und auf die Frage, wer diese Figur ist, ja, es ist der Wolverine aus Logan. Denn durch seinen Tod ist die ja, sagen wir jetzt mal so, die ist er die Verbindungsfigur gewesen, der dieses Universum zusammengehalten hat. Und dadurch, durch den Tod von Logan wird dieses Universum bald aufhören zu existieren. Da kommt unser Deadpool auf eine ganz tolle Idee. Er reist in verschiedene Erden und will einfach einen Wolverine mit in sein Universum holen. Und damit müsste ja doch eigentlich wieder alles Tutti sein. Das ist so seine Idee. Ja, kurze lange Rede, kurzer Sinn, der Film ist absolut grandios. Dieser Film belohnt jeden, der die letzten Jahrzehnte Marvel aufmerksam verfolgt hat. Es gibt so viele Easter Eggs und alles mögliche, wo man auf den Finger zeigen kann und sagen, das kenne ich aus dem Film, das kenne ich aus dem Film. Und manchmal haben sie sich auch von Filmen bedient, die gar nicht zu Marvel gehören. Da bin ich mal gespannt, ob da das alles abgesprochen war oder ob das noch den einen oder anderen kleinen Rechtsstreit noch mit sich führen wird. Aber nichtsdestotrotz auch Hugh Jackman als Wolverine, ey, wie der sich in diesem Alter nochmal in Form gebracht hat. Absoluter Respekt, ey. Der ist in dem Alter, in der Form seines Lebens gefühlt. Und dass er immer noch diese, diese, diese ganzen sportlichen Sachen da noch so drauf hat und sich so fit gemacht hat für diesen Film, ist absolut grandios. Jetzt habe ich auch so das Gefühl, dass... Ähm, ja, wie sagte Deadpool in einer Szene? Du bist ja nur FSK 12 bis auf zwei Filme. Aber dieses Mal drehen die Beine richtig frei nochmal und äh, beziehungsweise sie drehen richtig frei und hauen da mit Sprüchen um sich, die absolut genial sind. Also so ein Film mit solchen Sprüchen habe ich noch nicht gesehen. Du kannst nicht ein oder zwei Minuten aus diesem Film rausgehen, Beziehungsweise ähm, ein oder zwei Minuten mal kurz irgendwie was anderes machen, ohne irgendwas Geiles zu verpassen. Also du kannst nicht irgendwie ähm, mal eben kurz kurz auf Toilette gehen oder sonst irgendwas. Das geht bei dem Film nicht. Der Film ist absolute, reine Chaos, ist der Film. Also wer sich mit Marvel gut ausgeht, der findet sich da relativ schnell zurecht. Für die, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Mainstream-Cooker, ja, die werden das eine oder andere schon finden, beziehungsweise auch die Story wird ja noch relativ gut erklärt, aber denen gehen dann doch schon viele Dinge verloren. Und für Casual Marvel-Cooker, da... Die werden sich den Film so gar nicht zurechtfinden, beziehungsweise dem wird nahezu alles, was der Film an interessanten Dingen bietet, verloren gehen. Von daher, also, dieser Film belohnt tatsächlich alles, was mit Marvel zu tun hat. Und selbst ein Loki Staffel 1, Folge 5, findet dort in diesem Film noch irgendwo Verwendung. Und ja also auch Ryan Reynolds als Deadpool, was der für Sprüche da reinhaut, alter Vater und auch Hugh Jackman als Wolverine, der geht da jetzt auch noch mal so ein bisschen in die heftigere Art und Weise, was ich richtig gut finde, denn das tut dem Wolverine auch richtig gut. Ja und was die da alles so veranstalten und und abmurksen und dies und das und hast du nicht gesehen und was sie da alles auf die Schippe nehmen sei es noch Fox damals und jetzt, wie das jetzt mit dem Film gekommen ist und wie sie den Film jetzt doch machen konnten. Also die nehmen sich selber nicht so ernst und die nehmen auch wirklich alles Mögliche auf die Schippe. Aber er hat doch auch sehr viele, ja, brutalere Szenen, kann man mal sagen. Also da rollen auch schon mal Köpfe, wenn es sein muss. Im wahrsten Sinne des Wortes muss man wirklich sagen. Und ja, also der Film geizt nicht mit Sprüchen, der Film geizt nicht mit Action, der Film geizt nicht mit Humor. Und ja, eine gewisse Spannung ist bei dem Film auf jeden Fall auch dort. Also dieser Film ist, also wer dieses Drehbuch da geschrieben hat, da muss ich gleich nochmal gucken, wer das war, beziehungsweise ihr seht das ja im, im Titelbild. Also absolutes Respekt, wie man so viele Dinge in so einen Film hineinbekommt, dass der Film Spaß macht und dass man wirklich diese ganzen Sachen von hier, von da und hier noch mal was mitgenommen und da noch mal was reingepackt hat. Also um das alles zu einem Film zusammenzubringen, der ja sich nicht, sage ich jetzt mal so als 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 äh, als, als Flickenteppich oder so als ähm, gewollt oder nicht gekonnt anfühlt, sondern wirklich als Film sich anfühlt, wo man sagt, die, da kann ich jetzt folgen, da bin ich voll bei, da habe ich Bock drauf, gib mir mehr davon. Und genau das ist das irgendwie. Also auch so ein Deadpool versus, beziehungsweise auf so ein Deadpool und Wolverine 2 hätte ich ja irgendwie ja schon Bock drauf, aber... Ja, die nächsten Marvel-Sachen sehen da jetzt vom Fahrplan erstmal ja ein bisschen anders aus. Ja, aber ich glaube auch, dass der Film die 200 Millionen einspielt, die der Film gekostet hat. Also locker würde ich jetzt mal schätzen. Auch wenn dieses Kinojahr ein sehr merkwürdiges Kinojahr ist und vieles, was so als Blockbuster angepriesen wurde, ja, dann doch irgendwie teilweise ein bisschen baden gegangen ist und Sachen, wo man so gedacht hat, ja, die machen zwar ein ganz gutes Ergebnis sind dann auf einmal richtige Kinokracher. Also da muss man sagen, dieses Kinojahr ist wirklich nicht normal. Und da passt dieser Film eigentlich richtig gut rein. Also ich denke mal schon, dass sie da sehr gut abschneiden werden. Und damit ich meinen nächsten Kinobesuch mit Snacks verbringen kann, gibt es jetzt erstmal ein bisschen Werbung. Hallo Freunde der Film- und Gaming-Unterhaltung. Hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es alles von euren Content Creator. T-Shirts, Hoodies, Turnbeutel und noch vieles, vieles mehr. Und natürlich die Designs von Arts Expert. Also holt euch eins von den coolen Logos und holt euch den coolen Stuff nach Hause. Ihr könnt hier könnt ihr frei wählen, Größe, Farbe, alles was ihr wollt. Also Randa und holt euch den Stuff. Bis demnächst. Ja, da sind wir wieder. Deadpool und Wolverine, also das absolute Marvel Cinematic Fox Universe, hast du nicht gesehen? Chaosfilm auf absolut lustigen und genialen Niveau. Also der Film hat wirklich, also da fehlen teilweise echt die Worte, was sie mit diesem Film gemacht haben, aber im positiven Sinne. Und wie gesagt, der Film belohnt, wenn ihr Marvel seit Jahrzehnten guckt, der Film belohnt euch dafür. Ihr werdet so viele Easter Eggs finden, ihr werdet so vieles finden, wo ihr sagt, ja genau, das das war doch damals so gewesen und auch so alles Mögliche, was die da alles auf die Schippe nehmen und wie die es auf die Schippe nehmen. Es ist absolut ein Fest für alle Sinne. Also das ist definitiv ein Angriff auf die Lachmuskeln der seinesgleichen sucht. Also ich glaube, es gab kaum einen Film in letzter Zeit, wo ich so oft und so derbe gelacht habe wie in diesem Film. Und auch, wie gesagt, Hugh Jackman, absoluter Respekt, was dieser Mann aus seinem Körper noch rausgeholt hat in seinem Alter. Absolut genial. Und deswegen kann ich diesen Film. nur fünf von fünf Totenköpfen geben. Denn... dieser Film ist für das, was er sein will... und für dieses Chaos, was der da anrichtet... und für das, was... was da überhaupt alles da... mit drin ist und nicht drin ist... und hast nicht gesehen... ist dieser Film einfach genial. Also der Film ist absolut unterhaltsam. Lohnt sich definitiv anzugucken. Ich habe ihn ja in IMAX 3D angesehen... 3D-Effekte auch wirklich hervorragend gemacht und auch der IMAX-Ton ist natürlich über jeglichen Zweifel erhaben. Ja, das war meine Filmbewertung zu Deadpool and Wolverine. Wenn euch gefällt, was ich mache, dann schaut doch mal unten in die Videobeschreibung. Dort sind ein paar interessante Links, mit denen ihr mich unterstützen könnt. Ansonsten abonnieren und liken nicht vergessen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.